Hallo ihr Lieben, wie in dem ersten Video, was ich jetzt wieder online gestellt habe, bereits gesagt, schwieriger Satz, habe ich heute noch ein kleines, aber feines Anpacken für euch. Ich hatte ja nach Weihnachten noch ein paar Bücher bestellt von Büchern, die ich jetzt schon die ganze Zeit haben wollte und ich mir aber erstmal nicht gekauft hatte, weil ich jetzt auch nicht wusste, kriege ich noch was zu Weihnachten von den Büchern oder nicht. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich nur ein einziges Buch zu meinem Geburtstag bekommen. Das könnte ich euch jetzt eigentlich gleich nochmal mit zeigen. Ich weiß jetzt auch nicht, wollt ihr generell noch ein Neuzugänge-Video von meinen Neuzugängen der letzten Monate haben? Oder sagt ihr, nee, wir machen jetzt einen Cut und machen jetzt hier mit diesem Video einen Neustart. Was die letzten Monate war, war die letzten Monate. Das interessiert uns jetzt auch nicht mehr. Oder sagt ihr, nee, wir würden schon gern wissen, was für Bücher du noch gekauft hast. Gleiche Frage wäre mit einem Lesemonat. Ich bin eigentlich kein Freund davon, jetzt im Januar noch einen Lesemonat vom September online zu stellen, weil ich mich auch so genau an die Bücher nicht mehr erinnern kann. Aber interessiert euch das denn, was ich in den letzten Monaten alles gelesen habe? Einige von euch sind ja auch bei Goodreads. Die sehen ja, was ich gelesen habe. Ich tue ja alle Bücher auf Goodreads immer online stellen. Und ja, interessiert euch das denn, was ich in den letzten Monaten gelesen habe? Dann würde ich euch so ein, vielleicht ein grobes, kleines, kompaktes Video machen, wo ich euch wirklich nur sage, guckt mal, das habe ich gelesen, das habe ich gekauft, das habe ich gelesen und gekauft. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich das jetzt halt einfach weglassen und sagen, neues Jahr, neues Glück. Wir fangen jetzt hier wieder an und alles, was ich jetzt kaufe oder lese, das zeige ich euch. Und das, was letztes Jahr war, das lassen wir jetzt hinten runterfallen. Wenn ihr jetzt allerdings aber sagt, nein, wir möchten das gerne haben, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, was ich noch machen wollte in diesem Video, ist unbedingt, ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr. Ich habe das in dem letzten Video vergessen. Da war irgendwie Silvester noch 4 Tage entfernt. Deswegen habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass das Video ja aus dem Januar online geht und wir dann ja schon ein neues Jahr haben. Deswegen auf diesem Weg wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr und ein gesundes neues Jahrzehnt auch. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr alles schafft, was ihr euch vornehmt. Und ja, dass es ein ganz, ganz tolles Jahrzehnt auch wieder für euch wird und auch für mich. Und ja, gucken wir mal, wohin die Reise geht in dem nächsten Jahrzehnt hier auf diesem Kanal. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal loswerden. Ich fange jetzt mit dem Unpacking an. Ich habe hier schon mein kleines Messerchen liegen. Und ich habe einmal ein kleines Amazon-Paket und ein kleines Medimops-Paket. Ich mache jetzt einfach erstmal alles auf. Und dann zeige ich euch das. Dann stehe ich gleich nochmal auf und hole das eine Buch, was ich zum Geburtstag gekriegt habe. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich mache nur erstmal fix hier die Karton auf. Moment. Oh Gott, ich hasse diese komischen Aufziehverpackungen hier. Die gehen bei mir immer kaputt. So, da bin ich wieder. Und zwar, was ich zum Geburtstag bekommen habe, ist Neonwürz von Marie Grassoff. Und ich habe mir dieses Buch sowieso vorgehabt zu kaufen. Ich bin nur aufgrund dessen, dass ich ja in den letzten Wochen und Monaten nicht so wirklich zum Lesen gekommen bin, ja, nicht so zum Bücherkaufen auch gekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole es mir dann, wenn ich es halt wirklich lesen möchte. Und ja, jetzt habe ich es zum Geburtstag mitbekommen von der lieben Sina. Sina, falls du das siehst, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an dich. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf das Buch. Sina fand es mega gut, die hat es gehört als Hörbuch. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte von der lieben Marie. Und ich finde das Thema in diesem Buch richtig, richtig cool. Und ja, wenn ich Neonbirds gelesen habe, erfahrt ihr es jetzt sowieso im Lesemonat. Und ja, dann erzähle ich euch mehr zu dem Schätzchen hier. Ich möchte dieses Video jetzt auch nicht wieder extrem in die Länge ziehen, deswegen werde ich jetzt auch erstmal nichts weiter dazu sagen. Nur so viel, es ist eine Science-Fiction-Geschichte. Also sie spielt im Jahre 2101. Also es sind ja eigentlich nur noch 81 Jahre jetzt in die Zukunft. Das ist gar nicht mehr so weit weg. 2100. Das ist ganz schön krass eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. So, ja, machen wir weiter mit dem Unpacking. Also das war mein Geburtstagsbuch. Dann habe ich bei Amazon ein Buch bestellt und zwar das Schätzchen hier, das hatte ich noch nicht. Kissed von Jennifer Armentrout. Das sind die Kurzgeschichten zur Wicked-Reihe. Und hier vorne ist auch wieder diese tolle Karte drin. Ich finde die so, so schön. Auf jeden Fall, Kissed ist ja das Sequel, die Kurzgeschichtensammlung, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zur Wicked-Reihe. Hier sind 2 Kurzromane drin. Und auf die freue ich mich schon sehr. Die werde ich dann natürlich demnächst auch mitlesen. In diesem Buch geht es ja zum einen um den Prinzen aus der Wicked-Reihe. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber wer das von euch gelesen hat, der weiß ja, wer der Prinz ist. Und dann gibt es ja noch Brighton und ja, um die beiden geht es.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich kann euch, glaube ich, dazu gar nichts sagen, ohne euch irgendwie auf die Wicked-Reihe zu spoilern. Deswegen lasse ich das in diesem Fall auch. Und ja, ich habe auf jeden Fall Kist gekauft und das werde ich auch dann irgendwie mal mitlesen, wenn ich dazu komme. Ich sehe schon meinen Sub, der steigt wieder an, obwohl ich den ja eigentlich reduzieren wollte. Ach ja, ich kann es aber einfach nicht lassen mit den Büchern kaufen. So, Medimops-Bestellung. Papier. 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 So. Ich habe bei Medimops ja eigentlich nur 4 Bücher bestellt. Es war ja gar nicht so viel. Es sind nur 4 Bücher, mit Wicked sind es 5. Also, das geht ja noch. Und zwar habe ich mir zum einen bestellt Maybe This Christmas, den 3. Teil der Colorado Ice-Reihe. Der hat mir noch gefehlt. Ich habe ja die ersten beiden Teile gelesen, fand die ja super süß. Das waren jetzt keine Geschichten, die mich extrem begeistern konnten, aber es ist eine zuckersüße Reihe mit super Liebesgeschichten, die man so zwischendurch mal mitlesen kann. Und deswegen wollte ich den 3. Teil auch noch haben. Und jetzt in diesem Teil geht es um Emma Calloway und Asher Westmore. Die Westmores, diese 3 Brüder, um die geht es in dieser Reihe. Und die sind alle 3, haben mit Eishockey zu tun. Und ja, ich lese mal vor, worum es hier drin in diesem Buch geht. Emma Calloway ist schon lange in ihren besten Freund verliebt, aber für Asher Westmore kommt seine Karriere an erster Stelle. Als der Eishockeystar sich jedoch kurz vor Weihnachten schwer verletzt, sieht die Physiotherapeutin ihre Chance gekommen. Denn Asher kehrt das erste Mal seit Jahren für längere Zeit zurück nach Glenwood Falls und bittet sie, ihn wieder fit zu machen. Emma will ihm eigentlich ihre Gefühle gestehen, Emma will ihm endlich ihre Gefühle gestehen, doch da erhält sie ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Und es führt sie aus Glenwood Falls und fort von Asher. Ah, wie dramatisch. Das klingt schon wieder sehr dramatisch. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und ja. Maybe This Christmas, ich werde es jetzt demnächst wahrscheinlich auch nochmal mitlesen, denn das wird sicherlich auch irgendwie um die Winter-Weihnachtszeit spielen und ja, das möchte ich ja dann jetzt mitlesen. So, also das habe ich auch noch gekauft. Jetzt habe ich euch das Buch doch wieder vorgelesen, da hätte ich euch auch Neon Birds vorlesen können. Egal, egal. Dann habe ich noch gekauft, ich muss ja meine Reihen fertig kriegen, ne? Maybe This Christmas ist der 3. Teil von der Reihe und auch der letzte. Genauso wie das hier, der 3. und ich glaube auch letzte Teil einer Reihe ist. Und zwar ist das Only With You, Du bist mein größtes Glück von Geneva Lee. Und das ist die... Ich habe vergessen, wie die Reihenbezeichnung ist. Auf jeden Fall gehört da Now and Forever und Only... Nee, wie heißt denn der zweite Teil? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, die gehören auf jeden Fall... Auf jeden Fall gehören 3 Bücher da auch zu einer Reihe. In diesem Buch geht es jetzt um Cassie. Ihre anderen beiden besten Freundinnen haben ja schon jetzt einen Kerl. Jetzt ist sie so quasi die Letzte, der noch einer fehlt. Und hier steht drauf, während Cassies beste Freundinnen am College ihren perfekten Prinzen getroffen haben, hat Cassie nur reihenweise Frösche geküsst. In Seattle soll das alles anders werden. Cassie hat den begehrtesten Praktikumsplatz der Stadt an Land gezogen. Aber der hat es in sich. Am ersten Tag trifft sie nicht nur auf ihren jungen, gut aussehenden Chef, sie muss auch feststellen, dass sie nicht die Einzige ist, die für das Praktikum mit Aussicht auf einen festen Job eingestellt wurde. Ihr Konkurrent um die Stelle ist ebenso wie Cassie jung, ehrgeizig, kreativ und ausgerechnet ihr Ex-Freund. Oh, das klingt spannend. Und ja, wenn ihr euch erinnert, der zweite Teil hat mir ja hier nicht so gut gefallen. Der war irgendwie, da hat mir irgendwie was gefehlt. Der erste war super, aber beim zweiten irgendwie hat mir da so ein bisschen der Funken gefehlt. Der ist bei mir nicht ganz übergesprungen. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt hier im 3. Teil ist. Und ich werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Achso, der Zustand dieser beiden Bücher hier ist super. Also da sind ein paar leichte kleine Kratzer drauf. Aber das können genauso gut Lagerspuren sein. Und hier ist so ein bisschen der übliche Medimops-Lagertreck. Also... Ansonsten ist an diesen Büchern einfach nichts dran. Sie sind auch alle im perfekten Zustand gewesen, als ich sie bestellt habe. Ich glaube, hierfür habe ich jetzt 6 Euro bezahlt und hierfür habe ich jetzt statt 12 10 Euro oder so bezahlt. Also das war jetzt nicht so mega viel günstiger, aber immerhin ein bisschen. So, dann habe ich noch bestellt Boston Nights von Samantha Young. Eigentlich wollte ich mir das auch als neues Buch kaufen, aber dann hatten sie es da und ich dachte mir, ach, die 2 Euro, die sparst du dir jetzt. Und das Buch sieht auch echt super aus. Also da ist auch nichts dran. Kein Kratzer, keine Knicke, kein gar nichts. Alles tippitoppi. Aber ich muss sagen, ich hatte bei Medimops eigentlich bisher, glaube ich, noch nie ein Buch, was so richtig, richtig zerstört war. Ich meine, ich kaufe auch nur in sehr, sehr gutem Zustand oder wie neu oder wie auch immer man das jetzt nennt. Und ja, deswegen hatte ich bis jetzt eigentlich auch immer Glück.
Ich glaube, für das Buch hier habe ich 12 Euro statt 14 bezahlt. Also das war auch nur ein bisschen günstiger. Aber ja, ich freue mich schon drauf, das Buch hier zu lesen. Ich habe schon ewig nichts mehr von Samantha Young gelesen. Ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Nicht nur die Welt, sondern das gesamte Universum hat sich gegen sie verschworen. Zumindest kommt es Ava so vor. Denn ihr Sitznachbar ist der arrogante Schotte, der sie am Flughafen fast über den Haufen gerannt hat. Während des Fluges wünscht sie sich noch Abstand, doch abends im Hotelzimmer kann sie Caleb nicht nah genug sein. Dennoch ist sein Angebot, eine lockere Affäre zu beginnen, mehr als unverschämt. Empört lässt Ava ihn abblitzen. Als sie ihm erneut über den Weg läuft, muss sie immer noch an den besten One-Night-Stand ihres Lebens denken. Warum also nicht Calebs Vorschlag zustimmen und unverbindlich Spaß haben? Immerhin besteht nicht die Gefahr, ihr Herz zu verlieren, oder? Das Buch erinnert mich so ein bisschen so an Zurück ins Leben geliebt. Da war der Typ ja auch Pilot und er hatte ja auch ein Problem und er wollte ja auch eine lockere Affäre. Und ja, so ein bisschen klingt das, auch wenn Caleb hier kein Pilot zu sein scheint. Aber ja, irgendwie klingt das für mich auf Anhieb so ein bisschen danach. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf Boston Nights. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass Samantha Young jetzt hoffentlich dauerhaft beim HarperCollins Verlag untergekommen ist, also MTB. Und ja, ich mag den HarperCollins Verlag einfach, wie ihr ja wisst. Und ich fand auch, Samantha Young hat nie wirklich zu Ullstein gepasst. Deswegen hoffen wir mal, dass über den MTB oder HarperCollins Verlag noch viel, viel mehr Bücher von Samantha Young kommen. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass das Obsidian Spin-Off mit Hunter und Serena, also mit dem Arum, dass das auch bei HarperCollins jetzt rauskommt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Mal gucken, wie das so wird. Ja, auf jeden Fall, Boston Nights ist noch bei mir eingezogen als drittes Buch. Und das letzte Buch, was ich bestellt habe. Jetzt muss ich mir das mal angucken. Das sieht auch gut aus. Es ist hier oben so ein bisschen angeknickst, aber das ist ja normal. Ja, das letzte Buch, was ich bestellt habe, ist Das Vermächtnis der Krims. Der zweite Teil, Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich habe den ersten Teil jetzt im Dezember mit Annika zusammen gelesen und eigentlich auch mit Sina. Sina hat das Buch aber nicht gefallen, deswegen hat sie es dann abgebrochen. Ja, aber Annika und ich, wir haben das Buch dann bis zum Ende gelesen. Und ich muss sagen, diese Geschichte ist am Anfang wirklich sehr, sehr durcheinander gewesen. Und ich hatte auch irgendwie was anderes einfach von dem Buch erwartet. Deswegen war das für mich am Anfang schwer, in diese Geschichte reinzukommen. Aber je weiter man in dieser Geschichte gelesen hat, umso interessanter wurde es, umso mehr Dinge wurden verknüpft und am Ende hatte man eine riesige Story, man hat die Hintergründe gehabt von den ganzen Charakteren, also von fast allen, und es gab ein klares Bild und du dachtest dir am Ende einfach nur so, what the hell, oh mein Gott, was ist hier los, was bitte steckt jetzt hinter dem Ganzen? Wie geht das Ganze weiter? Und ja, ich will unbedingt wissen, wie diese Geschichte ausgeht und wie diese Geschichte weitergeht. Deswegen habe ich mir das Vermächtnis der Grimm, Spieglein, Spieglein an der Wand jetzt schon mal bestellt. Ich werde es mit Annika dann auch wieder zusammenlesen. Ich denke mal vielleicht so im Februar oder so. Denn eigentlich wollten Annika und ich jetzt erstmal die Delirium-Reihe noch beenden. Da hatten wir ja, also die Amor-Trilogie, da hatten wir ja den ersten Teil Delirium schon gelesen. Und eigentlich wollten wir im Dezember Pandemonium lesen, aber da kam jetzt Grimm dazwischen und ja, deswegen lesen wir jetzt erstmal im Januar Pandemonium, danach vielleicht gleich Requiem, damit wir die Reihe einfach fertig haben und dann Spieglein, Spieglein oder wir lesen erst Spieglein, Spieglein und dann Requiem. Das müssen wir mal gucken, wie wir Bock drauf haben. Aber das ist auf jeden Fall der Plan und ja, ich kann euch das Vermächtnis der Grimm wirklich empfehlen als Buch, aber es ist wirklich sehr, sehr andersartig. Vom Erzählstil her und vom ganzen Aufbau her. Also man muss wirklich so die ersten 100 Seiten, über die muss man drüber hinwegkommen. Weil die ersten 100 Seiten sind wirklich so, meh. Das ist erstmal alles nur so ein reines Durcheinander und du verstehst die ganzen Zusammenhänge nicht. Es ist alles noch sehr unklar und du denkst dir einfach nur, was soll der Scheiß? Ich verstehe es nicht. Aber dann fängt das Ganze an und verknüpft sich. Und das ist halt einfach echt cool gemacht. In das Vermächtnis des Grimm geht es um Chris und Chris kann Prophezeiungen bekommen, wenn sie Sachen liest. Also das muss am besten handschriftliche Sachen sein und dann kriegt sie Visionen zu dieser Geschichte oder zu diesem Brief und ja, dann tut sie eines Tages einen Fernsehbericht sehen und daraufhin hat sie eine richtig krasse Vision und teilt das ihrem Bruder mit, der praktischerweise beim FBI arbeitet und der beordert sie dann nach Frankfurt,
denn dort passieren gerade ganz komische Morde. Und ja, die versuchen dann herauszufinden, was da dahinter steckt. Und dann gibt es in diesem Buch aber auch noch eine andere Welt, quasi eine Parallelwelt. Das ist die Märchenwelt Abelion. Und ja, die existiert da auch so nebenher noch mit. Und das ist ganz viel am Anfang für den Kopf, was der auch erstmal verarbeiten muss. Und das ist halt keine Geschichte, die man mal so locker nebenbei lesen kann. Also es ist wirklich schon viel, was der Kopf da verarbeiten muss. Und man muss halt auch wirklich das Buch richtig lesen. Man kann da nicht anfangen, Dinge quer zu lesen, weil dann versteht man das Ganze am Ende nicht mehr. Deswegen ist dieses Buch auch, wie gesagt, keine leichte Kost und nichts für zwischendurch. Aber wenn man über die ersten 100 Seiten hinwegkommt, lohnt es sich auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, wie Spieglein Spieglein ist. Ich werde euch auch hier berichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, mal gucken, ob meine Vermutung, die ich am Ende vom ersten Teil aufgestellt habe, sich hier in diesem Buch bewahrheitet oder ob ich da komplett falsch lag. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Schätzchen hier noch gekauft. So, das waren sie, die Bücher. Ich kann euch hier ja nichts vorlesen, weil ich würde euch ja sonst komplett auf den ersten Teil spoilern und das will ich nicht. Aber ich kann euch ja jetzt rein theoretisch von Neon Birds hinten nochmal den Rückband jetzt auch vorlesen. Jetzt habe ich es eh bei allen Büchern einmal gemacht. Also, Neon Birds. Es ist das Jahr 2101. Ein außer Kontrolle geratener technischer Virus verwandelt Menschen in hyperfunktionale Cyborgs, sogenannte Mojas, die dem Willen der künstlichen Intelligenz Kami gehorchen. In Sperrzonen eingefärcht werden sie von Supersoldaten bekämpft, die man weltweit als Stars feiert. Doch als es den Mojas gelingt, die Mauern der Sperrzonen zu durchbrechen, entflammt ein erbitterter Krieg um das Überleben der Menschheit. Und während der Kampf zwischen Menschlichkeit und Technologie hin und her wogt, versuchen vier junge Erwachsene, den Untergang ihrer Zivilisation zu verhindern. Ach, das klingt echt gut. Das klingt einfach richtig, richtig gut. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Und ja, das sind die Bücher, die jetzt hier bei mir eingezogen sind, die ich mir jetzt gekauft habe. Und ja, ich denke mal, die Liebesgeschichten werde ich relativ zeitig lesen. Bei allem anderen muss ich mal gucken, wie ich Lust drauf habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall dieses Jahr, also wenn ihr das seht, habe ich das Buch ja schon beendet. Aber für euch zur Info, heute ist der 30. Dezember, wo ich das hier drehe. Also es ist noch 2019. Und ich werde morgen das Schätzchen hier beenden. Sei es das Vermächtnis der Alten. Ich bin in den letzten Zügen. Ich habe noch 120 Seiten, die habe ich mir jetzt für morgen aufgehoben. Ich habe mir dieses Buch wirklich eingeteilt, weil ich einfach nicht wollte, dass diese Geschichte jetzt so schnell vorbei ist. Und ich muss auch sagen, die Einteilung, wie ich sie gemacht habe, ist gut. Denn auch hier bei dem Buch muss ich echt sagen, ich muss Wort für Wort lesen. Also da passiert auch so viel. Und man hat so viele verschiedene Stränge, wo Dinge passieren, die jetzt am Ende auch wieder zusammengeführt wurden. Aber die erste Hälfte des Buches ist echt teilweise verwirrend. Alter Falter. Auf jeden Fall, Zeit lese ich jetzt noch zu Ende dieses Jahr, also 2019. Und dann habe ich dieses Jahr wenigstens noch eine Reihe beendet. Das ist der Plan. Und ja, mehr gibt es gerade nicht zu erzählen. Jetzt seid ihr so auf aktuellem Stand, was ich gerade gelesen habe und was ich so für Bücher gekauft habe. Mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Das Video ist schon wieder ultra lang. Naja, ihr kennt das ja von mir nicht anders. Ich kann mich halt einfach nicht kurz fassen. Ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr, eine wunderschöne Woche erstmal noch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.